Hallo meine lieben Gamer und willkommen zu 7 Profi-Tipps für die PS4. Ich verrate euch jetzt hier einige Tricks zur PS4, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Profis unter euch kennen die vielleicht schon, aber vielleicht kennt ihr das eine oder andere noch nicht. Also, los geht's! Ihr könnt an eurem PS4-Controller am DualShock 4 jederzeit die Tastenbelegungen ändern. Und das macht in dem Fall Sinn, wenn ihr ein Spiel habt, wo euch die Tastenbelegungen gar nicht passen und man die auch nicht ändern kann. Das Ganze ist ein bisschen versteckt in den Einstellungen unter Barrierefreiheit. Dort könnt ihr unter Tastenzuweisung neue Tasten zuweisen beispielsweise. Also dazu muss man die Funktion auch aktivieren. Und an diesem Bildschirm kann man eben einstellen, welche Taste was sein soll. Also man kann auch die Dreieck-, Kreis-, X- und Viereck-Taste ändern. Das Steuerkreuz, man kann auch die Sticks vertauschen, wenn man will. Ebenso wie die ganzen Schultertasten und natürlich die R3 und L3 Buttons. Und die kann man alle neu belegen. Ihr müsst nur aufpassen, sobald ihr das neu belegt habt, gilt die neue Tastenbelegung. Das heißt, in meinem Fall beispielsweise habe ich die X-Taste zur Viereck-Taste gemacht. Das heißt, ab jetzt ist Viereck immer bestätigen bei mir. Und jetzt, wenn ich irgendwas auslösen will, muss ich immer Viereck drücken. Deswegen macht es auch Sinn, dass ihr das da nötigenfalls auch wieder abschaltet. Aber es ist, wie gesagt, es ist super praktisch für manche Spiele, wo ihr eben eine bestimmte Tastenbelegung haben wollt, aber die eben im Spiel so nicht möglich ist. Weiter geht es bei Texteingaben. Die könnt ihr deutlich einfacher machen oder anders handhaben, wenn ihr wollt. Zum einen, ja, ihr könnt natürlich mit Steuerkreuz Texte eingeben, aber eigentlich ist es fast einfacher, entweder das Touchpad zu nehmen. Ihr könnt nämlich den Cursor hier am Controller genauso benutzen und den auch eindrücken, um eine Taste zu bestätigen. Noch einfacher ist es, wenn ihr die R3-Taste drückt, dann könnt ihr nämlich frei euch euren Cursor hier auf der Tastatur, auf der virtuellen, bewegen. Und das ist nämlich dank Gyrosensor im Gamepad. Das heißt, der DualShock 4, je nachdem wie ihr den wendet und dreht, steuert ihr die verschiedenen Tasten an und könnt eigentlich, ich muss sagen, ziemlich flott sogar hier tippen. Fast schneller eben als auch mit dem Steuerkreuz. Eine weitere Möglichkeit: ihr nehmt eine externe Tastatur. Ihr könnt eigentlich jede USB-Tastatur vom PC an eure PS4 anschließen, einfach per USB anstöpseln und das funktioniert. Und nicht nur das, ihr könnt sogar Bluetooth-Tastaturen anschließen. Beispielsweise habe ich hier eine Bluetooth-Tastatur vom iMac und da kann ich jetzt einfach Texte eintippen und zwar so schnell eigentlich, wie es nur geht. Schneller geht's nicht. Und das ist auch relativ simpel, um beispielsweise eine Bluetooth-Tastatur zu koppeln, geht ihr einfach in den Einstellungen auf Geräte und dort unter Bluetooth-Geräte. Und hier erscheint es gleich als erstes Gerät. Man muss es eben nur eben einmal connecten und dann läuft das Ganze. Natürlich schön, weil es wireless ist und deshalb hat man kein störendes Kabel. Wusstet ihr, dass ihr euren Bildschirm jederzeit vergrößern könnt? Und zwar mit der PlayStation-Taste und der Viereck-Taste. Wenn ihr die gleichzeitig drückt, wird der komplette Bildschirm vergrößert. Warum macht das Sinn? Manche Spiele haben einfach zu kleine Texte, die man vielleicht nicht richtig lesen kann. Man sitzt vielleicht zu weit weg vom Gerät. Oder man hat einfach vielleicht gerade seine Lesebrille nicht auf. Und dann kann man eben per PlayStation-Taste und Viereck-Taste ranzoomen. Und dann kann man auf dem vergrößerten Bildschirm sich umschauen mit dem linken Analogstick oder mit dem Steuerkreuz und kann sich jeden Eck des Bildschirms anschauen, jedes Eck. Mit Kreis kommt man wieder raus auf die normale Ansicht. Dazu müsst ihr allerdings noch eine Einstellung aktivieren und zwar in den Einstellungen, ist auch wieder ein bisschen versteckt, unter Barrierefreiheit.
Und dort der erste Punkt, Zoomen, zeigt den Bildschirminhalt größer an. Und dort müsst ihr nur diesen Zoom aktivieren. Hier steht es auch dran, wie das Ganze nochmal funktioniert. PlayStation-Taste und Viereck. Ganz simpel. Wusstet ihr, dass ihr im Systemmenü mit einem Knopfdruck zu eurer Bibliothek kommt? Und zwar einfach mit der R1-Taste. Mit der R1-Taste springt die PS4, das PS4-System, direkt ans Ende der Leiste, nämlich dort, wo die Bibliothek ist. Und dann könnt ihr direkt dort auf die Bibliothek zugreifen. Und das Schöne ist, L1-Taste, damit springt ihr wieder ans andere Ende der Liste. Und so, ihr könnt quasi von einem Ende aufs andere mit L1 und R1 springen. Ganz, ganz simpel. Weiter geht's bei Trophäen und einem Trick zu versteckten Trophäen, beziehungsweise wie man die bekommt. Denn versteckte Trophäen werden euch ja nicht angezeigt, beziehungsweise die Voraussetzungen für versteckte Trophäen weiß man nicht. Beispielsweise hier habe ich eine versteckte Trophäe, keine Ahnung, wie ich die kriege oder was ich dazu machen muss, aber per Vierecktaste kann man einblenden, was man dazu machen muss. Das wird zwar auch hier in dem Menü, in dem Untermenü angezeigt, mit Viereck ausgeblendete Informationen anzeigen, aber ganz ehrlich, das habe ich noch nie wirklich gesehen, wirklich bewusst wahrgenommen. Das heißt, ihr könnt hier abrufen, welche versteckte Trophäe euch noch fehlt, was ihr vor allen Dingen dazu machen müsst. Auch schön. Wusstet ihr, dass ihr auf dem PlayStation Store nicht nur auf der PS4 zugreifen könnt? Ihr könnt auch in einem PC-Browser oder am Handy drauf zugreifen. Die Frage ist nur, warum solltet ihr das machen? Dann in dem Fall, wenn ihr auf eure PS4 nicht zugreifen könnt und ihr euch aber unbedingt vielleicht noch ein Schnäppchen beispielsweise holen wollt, das zeitlich begrenzt ist. Und das könnt ihr zumindest dort einkaufen, wenn ihr irgendwas davon haben wollt, bevor eben das Angebot abläuft, weil ihr jetzt beispielsweise eben unterwegs seid und eben das nicht nutzen könnt sonst. Sinn macht das Ganze natürlich auch für eure PS Plus Spiele eben, damit ihr eure monatlichen Spiele sichern könnt. Die könnt ihr alle schon mal genauso in den Einkaufswagen verschieben und entsprechend euch die sichern. Eben wie gesagt, für den Fall, dass ihr gerade im Urlaub seid und eure PS4 vielleicht gerade nicht zur Hand ist, ihr könnt sie gerade eben nicht, habt keinen Zugriff drauf. Oder ihr seid gerade im Urlaub, ihr seid irgendwo und dann könnt ihr euch zumindest noch damit euren Bonus hier sichern. Danach erscheinen natürlich die Spiele in eurer PS4-Bibliothek und dann könnt ihr sie auf der PS4 auch ganz normal herunterladen. Und nicht zuletzt, wie ihr wahrscheinlich wisst, könnt ihr ja synchron zu eurem Spiel auch eine App offen lassen. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn ihr den Internetbrowser braucht und dort vielleicht irgendeine Spielinformation abruft, zu welchem Spiel auch immer. Beispielsweise hier gibt es irgendwelche interessanten Informationen. Und ihr könnt während der Browser läuft, auch euer Spiel laufen lassen. Und jetzt kommt's, da gibt es einen Shortcut dafür. Wenn ihr doppelt auf die PlayStation-Taste drückt, springt ihr zwischen der App und dem Spiel hin und her. Jetzt seid ihr beispielsweise hier im Browser und ich springe wieder zurück, bin ich wieder im Spiel. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Apps und Spielen. Beispielsweise mit Spotify, mit der Aufnahmegalerie, was auch immer ihr gerade braucht. Doppelt antippen und schon seid ihr wieder in der App, beziehungsweise wieder im Spiel. Und das war's schon wieder von den Profi-Tipps für die PlayStation 4. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Gefällt mir da lassen und ein Abo. Und dann sieht man sich gerne beim nächsten Video, vielleicht auch ein Profi-Tipps-Video, ein weiteres, hier auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin.